Willkommen zurück. Ich hoffe, Sie hatten eine erholsame Mittagspause und ich freue mich besonders, dass wir jetzt zum vierten Modul unserer Startwoche kommen, Ideate a European Project. Und ich freue mich besonders, dass wir heute mit Hans-Gerd Pöttering einen ausgewiesenen Kenner zahlreicher europäischer Probleme, aber eben auch ein Visionär in gewisser Weise, was die Zukunft Europas angeht, zu Gast haben. Herr Pöttering, 45, in Niedersachsen geboren, ist seit 1979, also ich wurde 4 Jahre vorher geboren, seit 1979 wurde er damals als das jüngste Mitglied seiner Fraktion in das Europäische Parlament gewählt. Das war übrigens auch das erste Mal, dass das Parlament direkt gewählt wurde, wenn ich es recht sehe. Das hatte man damals geändert. Und er war von 1999 bis 2007 Vorsitzender der Fraktion der Europäischen Volkspartei, also der Christdemokraten und Europäischen Demokraten, und war dann, wie Sie sicher alle wissen, von 2007 bis 2009 Präsident des Europäischen Parlaments, also ein wichtiges Amt. Und möchte Sie hier schon, bevor ich sage, was Herr Pöttering sonst noch alles macht, ermutigen, Fragen zu stellen. Ich hatte Ihnen das ja schon gesagt, ich mache jetzt seit gut 20 Jahren Europarecht und ich kann diese Diskussion um das angebliche demokratische Defizit kaum noch hören, was so gebetsmühlenartig immer vorgetragen wird. Fragen Sie Herrn Pöttering, wie es denn wirklich ist mit der demokratischen Realität auf der europäischen Ebene und nicht nur mit der gefühlten demokratischen Realität, die in Medien und nationalen Parteien transportiert wird. Meine Erfahrung ist auf jeden Fall mit Europaparlamentariern, dass es sich meist um ausgesprochene Idealisten und Überzeugungstäter handelt. Und genau das braucht das Europäische Parlament und das europäische Projekt auch, wie ich heute Morgen ja auch schon versucht habe, Ihnen das näher zu bringen. Und fragen Sie ihn bitte auch, wie Sie sich einmischen können. Wir haben heute Morgen über Participation gesprochen, über Engagement. Wir haben über die Europäische Bürgerinitiative gesprochen. Vielleicht fragen Sie auch mal danach, wie wirksam sowas sein kann. Und ich bin mir sicher, Herr Pöttering wird auch unterstreichen, was ich getan habe, wie wichtig das ist, dass Sie sich einmischen. Neben seinen wichtigen Funktionen im Europäischen Parlament ist Herr Pöttering als Schriftsteller, als Vortragender weltweit unterwegs. Und er ist seit 2010 insbesondere auch Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Pöttering, wir freuen uns besonders, dass Sie heute hier sind und an unserer Startwoche zum Thema Europa so tatenreich mitwirken. Und on English, the floor is yours. Thank you very much. Ja, lieber Herr Professor Ter Hechte, Herr Präsident Spuhn, Herr Professor Deller und vor allen Dingen liebe Studentinnen und Studenten, also wie ich angekündigt wurde, ich weiß gar nicht, ob ich das alles erfüllen kann als Schriftsteller. Ich habe zwar mal Erinnerungen geschrieben, aber dass das in die Kategorie der Schriftsteller Eingang findet, zeigt die wunderbare Bewertung durch die Leuphana-Universität, die eine der besten Universitäten nicht nur in Deutschland, sondern in Europa ist. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ich war das letzte Mal hier 2009 und wir haben damals ein sehr gutes Gespräch geführt, Herr Professor Spuhn, und wir haben überlegt, was kann die Europäische Union tun, und ich kenne zwar nicht die Zahlen jetzt finanzieller Art, was die Europäische Union materiell geleistet hat, aber wenn man hier so die Universität sieht und auch in ihre ebenso klugen wie intelligenten Gesichter, das ist ja nicht das Gleiche, da muss man sagen, es hat sich gelohnt, sich für diese wunderbare Universität einzusetzen. Meine Damen und Herren, Herr Ter Hechte hat gesprochen von den Visionären. Und da gibt es von zwei, leider beide verstorbenen Bundeskanzlern, völlig unterschiedliche Bewertungen. Der hier aus der Nähe stammende Bundeskanzler Helmut Schmidt hat gesagt, Visionäre gehören in die Klapsmühle. Und der andere Bundeskanzler, sein Nachfolger Helmut Kohl, hat gesagt, die Visionäre sind die eigentlichen Realisten. Also ich überlasse es jetzt Ihrer Beurteilung, was richtig ist. Aus meiner politischen Haltung der Mitte ist wahrscheinlich von beiden ein bisschen dran. Ein Visionär muss auch immer realistisch sein. Und ich möchte einfach versuchen, mit Ihnen in den 30 bis 40 Minuten, die mir gegeben wurden, das ist doch so richtig, denn manchmal, meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, staunt man, wenn man irgendwo eingeladen ist,
welche Vereinbarungen getroffen wurden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen man dann gar nichts weiß. Und deswegen möchte ich noch mal klarstellen, welche Redezeit Sie mir geben. 30, 40 Minuten sind Sie sehr großzügig. Und als ich Fraktionsvorsitzender war von 1999 bis 2007, es gehörten damals auch die britischen Konservativen dazu, deswegen sind meine Haare noch schneller grau und dann weiß geworden. Aber die Haare können auch grau und weiß werden, wenn sie mit den eigenen Parteifreunden zu tun haben. Aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Ich hatte damals als Fraktionsvorsitzender in der Regel so eine Redezeit von 6, 7 Minuten. Und dann war da eine Kollegin aus Luxemburg, eine ältere Dame, Astrid Lulling hieß sie, die sagte, gib mir von deinen 6 Minuten 2 Minuten ab, denn ich habe nur 1 Minute, damit es etwas gerechter zugeht bei den Christdemokraten. Also ich darf mich hier heute Gott sei Dank nicht nur auf 6 Minuten beschränken, sondern die Zeit etwas stärker ausfüllen. Und Sie haben ja schon das Privileg gehabt, mit Norbert Lammert zu diskutieren und den kann ich natürlich überhaupt nicht toppen. Aber ich freue mich, dass er hier war und wir arbeiten hervorragend zusammen, auch in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und liebe Studentinnen und Studenten, ich werde jetzt nicht von der ersten Europawahl 1979 und Ihr Präsident ist 1969 geboren, also er war 10 Jahre. Natürlich hat er den gesamten Wahlkampf damals schon verfolgt und kann alle Einzelheiten dieses Wahlkampfes sagen. Und Herr Techte, Sie waren noch jünger, glaube ich. Ich will jetzt nicht genau fragen, wie viele Jahre, aber Sie waren noch jünger, aber Sie kennen das auch alles. Sie waren 6 Jahre alt, sehen Sie mal. Aber er hat alles studiert, was wir damals schon im Wahlkampf gesagt haben. Und ich möchte nun nicht mit Ihnen jedes Jahr von 1979 bis 2017 rekapitulieren, aber ich möchte Ihnen doch sagen, welchen Weg wir gegangen sind. Auch weil Herr Professor Techte sagte, es gäbe oder es wird immer hinterfragt, gibt es ein Demokratiedefizit. Und als ich 1979 kandidierte, ich war schon 33 Jahre alt, ich schätze mal, Sie sind so geboren, 1999 plus minus, ist das so etwa richtig? 2000, 1998, so im Großen und Ganzen. Warum lachen Sie? 1998 kommt doch so etwa hin, oder? Sind Sie alle, haben Sie alle Abitur mit 17 gemacht? Okay, also nehmen wir mal das an, 1999, 2000 und so. Und als ich kandidierte 1979, haben viele Parteifreunde, die gibt es ja auch, die es gut mit einem meinen, gesagt, warum kandidierst du fürs Europäische Parlament, warum kandidierst du nicht für den Deutschen Bundestag? Mal abgesehen davon, ob es möglich gewesen wäre, für den Bundestag zu kandidieren. 79 sicher nicht, aber vielleicht später. Aber ich habe gesagt, auch wenn wir zunächst einmal in Straßburg und Brüssel, und das war ja die Bemerkung dieser Parteifreunde, wir noch kein Gesetzgeber sind. Wir werden uns unsere Kompetenzen erstreiten. Und da möchte ich Ihnen nicht den ganzen Weg nachzeichnen, von 1979 über die einheitliche europäische Akte, 1987 dann der Vertrag von Maastricht, den wir vor 14 Tagen diskutiert haben mit Frau Mogherini, der Außenbeauftragten in Maastricht an der Universität dort. Und der Standard Ihrer Leuphana-Universität ist mindestens so gut wie die Universität Maastricht. Aber ich will Sie nicht noch weiter loben, das hält Sie dann von Ihrem weiteren Engagement vielleicht ab. Ich möchte Sie ja ermutigen, dass Sie weiter tüchtig arbeiten und studieren. Und dann der Vertrag von Maastricht, dann der Vertrag von Amsterdam, dann der Vertrag von Nizza und dann der leider gescheiterte Verfassungsvertrag, der 2005 sowohl in Frankreich zunächst und dann in den Niederlanden scheiterte. Und dann der Vertrag von Lissabon, unterschrieben am 13. Dezember 2009, an dem ich besonders beteiligt war und auch an der Grundrechtecharta, die wir am 12., und das ist ja für das Europarecht von besonderer Bedeutung, Herr Professor Techte, die Charta der Grundrechte, die wir im Europäischen Parlament unterzeichnet haben, einen Tag vor der Unterzeichnung des Vertrages von Lissabon, am 12. Dezember 2007. Und das war eine der wichtigsten Unterschriften, die ich in meinem politischen Leben leisten durfte. Es war ein harter Weg, aber wir haben immer daran geglaubt, dass das Europäische Parlament handlungsfähig und stark wird. Und deswegen würde ich mich heute der These nicht mehr anschließen, die Europäische Union sei keine Demokratie. Man mag das eine oder andere verbessern, das tut man ja auch auf der nationalen Ebene, auch in Niedersachsen. Und es gibt immer auf jeder Ebene Defizite. Natürlich gibt es in Brüssel Defizite, aber auch in Berlin, auch in Hannover.
Nur, meine Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten, wo alles in Ordnung ist, das ist hier in Lüneburg, aber das ist auch die Ausnahme. Also es gibt überall Defizite und man muss es noch besser machen. Aber alles in allem, und das soll jetzt keine Selbstzufriedenheit ausdrücken, sondern Anlass sein zu Selbstbewusstsein, war dieser Weg sehr erfolgreich. Und wir sind heute in einer Zeit im Jahre 2017, wo so vieles in Frage gestellt wird. Und das ist meine Bitte und Ermutigung auch an Sie, dass wir dieses Werk der Europäischen Union mit aller Kraft verteidigen. Warum? Weil diese Europäische Union sich gründet auf Werte. Und diese Werte sind die Würde des Menschen und das ist der Kern von allem. Das sind keine Sonntagsreden. Meine politische Erfahrung sagt mir, wenn die Würde des Menschen von uns als der Kern aller Politik angesehen wird, die wir zu verteidigen haben, dann ergeben sich daraus auch politische Lösungen. Und in der Charta der Grundrechte steht die Würde des Menschen, die Menschenrechte, die Freiheit, die Demokratie, das Recht, unglaublich wichtig, die Rechtsordnung und der Frieden. Und der Frieden ist von unglaublicher Bedeutung. Und ich habe oft in meinen Reden auch den Fehler gemacht, wie viele andere, bis hin zu Bundespräsidenten, Staatspräsidenten, dass wir gesagt haben, seit 60, 70 Jahren ist Frieden in Europa. Das stimmt so nicht. Wir verwechseln oftmals die Europäische Union, die früher die Europäische Gemeinschaft war, davor die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, mit dem gesamten Europa. Frieden ist seit den, ja praktisch, solange es die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gibt, also mit den Vorschlägen von Robert Schuman 1950, und seitdem gibt es Frieden zwischen den Staaten, die an der europäischen Einigungspolitik beteiligt sind. Aber es hat Krieg gegeben außerhalb der Europäischen Union, in den 90er Jahren auf dem Balkan, als Jugoslawien sich auflöste, Ende der 90er Jahre, als der Kosovo oder das Kosovo unabhängig wurde. Und es gibt heute eine kriegsähnliche Situation im Osten der Ukraine. Auch das ist Europa, aber es ist nicht die Europäische Union. Und ich finde, das sollten wir deutlicher machen, dass die Europäische Union eine Friedensgemeinschaft ist, weil sie eine Rechtsgemeinschaft ist. Und das Recht ist von unglaublicher Bedeutung. Wir haben früher zwischen den europäischen Staaten, wenn sie sich stritten, am Ende zu den Waffen gegriffen. Und heute mag man verhandeln, Nächte durch in Brüssel, obwohl das auch schon weniger geworden ist, weil die Agrarpolitik heute nicht mehr die Preise festgesetzt werden durch die Minister, sondern da ist mehr oder weniger die Marktwirtschaft hat sich da durchgesetzt. Aber es wird lange verhandelt und es ist unglaublich schwierig, manchmal zu Ergebnissen zu kommen. Aber gleichwohl am Ende gibt es in der Regel ein Ergebnis und es gibt ein Ergebnis auf der Grundlage des Rechtes. Das heißt, in der Europäischen Union hat das Recht die Macht und nicht die Macht das Recht. Und daran müssen wir uns erinnern, auch heute im Jahre 2017. Und wenn wir den Weg in die Zukunft gehen wollen, und dieses 21. Jahrhundert ist Ihr Jahrhundert und es hängt von Ihnen ab, was aus diesem Jahrhundert wird. Und jede Generation hat erneut ihre eigenen Herausforderungen. Nichts ist für alle Zeit garantiert. Auch die Freiheit nicht, nicht die Einheit innerhalb der Europäischen Union. Wir müssen für alles immer wieder kämpfen. Und nun möchte ich die Dinge nicht schönreden, aber Sie können nur den Mut für die Zukunft haben, wenn Sie selbstbewusst sind und natürlich eine Haltung des Selbstbewusstseins verbinden, auch mit einer Haltung der Demut, dass man weiß, man kann nicht alles erreichen. Aber ich sage, wenn wir in die Welt hinausschauen, schauen Sie nach Russland oder in die Ostukraine, schauen Sie nach China, dort herrscht ein totalitäres Regime. Und wenn Sie für die Menschenrechte sich einsetzen, wie der Menschenrechtler, der vor einigen Wochen verstorben ist, dann wird er eingeäschert und man weiß nicht einmal, wo seine Asche ist, damit es nicht einen Ort der Besinnung gibt für diesen Menschen, der sich für die Menschenrechte eingesetzt hat. Oder schauen Sie auf das Elend Afrikas in vielen Ländern oder selbst in die Vereinigten Staaten von Amerika, mit den gewaltigen Gegensätzen in der Gesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich möchte mich eines Urteils enthalten über die gegenwärtige Administration und der Chefs der Administration. Aber ich sage, als Christ gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass sich die Dinge auch bessern. So, und wenn man dann von außen auf die Europäische Union, auch auf Deutschland schaut,
dann sind wir nicht das Paradies auf Erden. Aber wir sind der bessere Teil dieser Welt und es lohnt sich, unsere freiheitliche Lebensordnung zusammen mit den anderen Europäern in der Europäischen Union kraftvoll zu verteidigen und dieses zu tun, einerseits mit Leidenschaft, aber andererseits auch mit Geduld. Und was wir brauchen, ist der Respekt voreinander. Die Juristen mögen mir verzeihen, ich gehöre selber zu dieser Sorte Menschen, obwohl ich das nie richtig praktiziert habe. Sie kennen ja den Spruch, drei Juristen, fünf Meinungen. Die Verträge sind natürlich wichtig. Das europäische Recht ist unglaublich wichtig. Ich habe es eben gesagt, weil wir auf der Grundlage des Rechtes handeln. Aber fast ebenso wichtig ist, dass wir in der Europäischen Union und darüber hinaus Respekt voreinander haben. Und ich hatte gestern Abend einen Vortrag in Berlin vor einer sehr europäisch gesinnten Gesellschaft. Und da war der polnische Botschafter, der ja die polnische Regierung vertritt, die Regierung von, ich hätte fast den Fehler gestern gemacht, von Ministerpräsident Kaczynski, aber er ist ja gar nicht der Ministerpräsident, sondern er nennt sich der Präses und die Regierung ist von ihm abhängig. Und ich war diesem Mann nie begegnet, weil er irgendwie hatte ich den Eindruck, dass er uns ausweicht. Und wenn wir gegenwärtig mit Warschau oder auch mit Budapest, mit Ungarn Differenzen haben, dann müssen wir das aussprechen, aber in einer respektvollen Haltung. Und ich habe das gestern getan, als es um das Verfassungsgericht ging in Warschau, dessen Kompetenzen eingeschränkt werden sollen. Oder dass man einfach die Richter, die ja für eine bestimmte Zeit gewählt sind, dass man sie einfach absetzt. Das ist mit unseren rechtsstaatlichen Prinzipien nicht verbunden, nicht vereinbar. Und es gibt heute in der Europäischen Union, und deswegen ist alles, was jetzt passiert, hat seine Rückbezüge und seine Entwicklung im Jahre 2000, und ich war damals als Fraktionsvorsitzender daran beteiligt, gab es eine Regierung in Wien mit Rechtspopulisten. Und ganz Europa ist über diese Regierung von Wolfgang Schüssel, der ein Parteifreund von mir ist, auch ein persönlicher Freund, ich habe ihm vertraut, dass er das schon irgendwie hinkriegt, aber es wurden Sanktionen beschlossen gegen die Regierung und das führte sogar dazu, dass Schulklassen, Kinder aus Grundschulen nicht in andere Länder reisen durften, wo es Partnerschaften gab und man hat Österreich geschadet damit und wollte Österreich strafen. Und dann gab es mit dem Vertrag von Nizza 2000, Dezember 2000, einen Artikel 7, in dem genau festgelegt wird, was es vorher nicht gab, wie man mit einem Land umzugehen hat, wenn es vermeintlich oder tatsächlich die Prinzipien der Europäischen Gemeinschaft oder heute der Europäischen Union verletzt. So, und das ist das Neue und das muss jetzt Anwendung finden, auch wenn wir Beschwerden haben gegenüber Ungarn oder Warschau. Dass die Europäische Kommission sich damit befasst, wird hier europäisches Recht verletzt. Und darüber haben wir gestern gesprochen und wir Deutschen sollten auch wegen der historischen Belastung unseres Landes nicht da an der vordersten Front stehen in der Kritik. Wir sind alle irgendwie Sünder. Sie nicht, aber wir sonst in der Politik. Gut, nun bin ich ja auch kein Politiker mehr, bin ich vielleicht etwas weniger sündig. Aber es geht immer Reihe um. Und der eine oder andere ist mehr Sünder als der andere, aber es geht immer Reihe um. Und deswegen müssen wir, wenn wir Meinungsunterschiede haben, gleichwohl respektvoll miteinander umgehen und dürfen keine Sprache der Respektlosigkeit haben. Denn es ist so leicht in der Politik, dass sich durch die Rhetorik die Dinge eskalieren und am Ende stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Um nochmal auf Polen zurückzukommen, und das ist eigentlich das, was ich wirklich sagen wollte. Sie haben alle den großen Wandel in Europa 1989, 90 nicht erlebt, weil die Welt noch 10 Jahre auf ihre Ankunft wartete, plus minus. Aber 1989, 90 war der große Wandel in Europa. Es gab in den 80er Jahren Lech Wałęsa mit Solidarność. Es gab Johannes Paul II., der Papst, und Sie müssen nicht katholisch sein, nicht einmal Christ, um die große Bedeutung von Johannes Paul II. Wahrzunehmen, der seinen polnischen Landsleuten gesagt hat, habt keine Angst, verändert die Welt, verändert diese Welt. Und natürlich ist bei jeder, so nehmen es die Katholiken an, bei jeder Papstwahl der Heilige Geist dabei, aber der Heilige Geist war besonders dabei, als Wojtyla, der Kardinal Wojtyla aus Krakau,
zum Papst und zu Johannes Paul II. Gewählt wurde. So, ich erwähne das, weil wir den Polen und auch den anderen Europäern, Estland, Lettland, Litauen, den Ungarn, den Slowaken, den Tschechen, unglaublich viel zu verdanken haben, dass sie mit ihrem Streben nach Freiheit vorangegangen sind. Und natürlich auch unsere Landsleute, die Deutschen, im östlichen Teil Deutschlands in der damaligen DDR. So, und wenn man heute etwas kritisch betrachtet in Polen oder in Ungarn, dann dürfen wir niemals vergessen, dass diese Länder bei dem Weg in die Demokratie vorangegangen sind. Und die Einheit Deutschlands, liebe Studentinnen und Studenten, würde es nicht geben, wenn es nicht den Freiheitswillen der Polen, der Ungarn, der Esten, der Letten und der Litauer und der anderen gegeben hätte. Und deswegen sind wir als Deutsche, das ist meine sehr entschiedene Meinung, immer auch verpflichtet, auch aus anderen Gründen, aber auch aus diesem Grund, weil wir die Einheit unseres Landes, unseren Nachbarn auch verdanken im Osten Europas, dass wir immer engagiert bleiben für die Einheit und für die Einigung unseres Kontinents in Frieden und Freiheit. Das ist Ihre Aufgabe, unsere Aufgabe für die Gegenwart und für die Zukunft. Und nun geht es um die Fragen, welche Probleme müssen wir lösen? Das war sozusagen der positive Vorspann. Und jede Generation hat ihre eigenen neuen Herausforderungen. Und jetzt haben wir die gewaltige Herausforderung der Migration nach Europa und auch nach Deutschland. Und auch das ist wieder so eine Balance, wie wir jetzt Lösungen finden. Und wir müssen eine Lösung finden in der Europäischen Union. Und die Dinge überholen sich. Es gab das Abkommen von Dublin, wie Sie vielleicht überwiegend wissen. Und dieses Abkommen von Dublin aus den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, sagte, dort, wo die Migranten ankommen, haben die Länder, und das waren überwiegend Griechenland und Italien, die Verantwortung, dass sie mit dem Problem klarkommen, da, wo die Flüchtlinge ankommen. Und wir Deutschen haben lange gesagt, ja, das ist eine Aufgabe der Griechen und der Italiener und haben unsere eigene Verantwortung gar nicht so sehr gesehen. Aber dann im Jahre 2015, als etwa 900.000 Flüchtlinge nach Deutschland kamen, haben wir erkannt, das ist nicht nur ein Problem für die Länder Italien und Griechenland, sondern auch ein Problem für uns. Und wir müssen jetzt Lösungen finden, wie die Europäische Union insgesamt solidarisch ist. Und dann hat man erkannt, dass die Flüchtlingsfrage nicht eine nationale Frage mehr ist, der betroffenen Länder, wo die Menschen ankommen, die ja aus bedauernswerten Situationen kommen, sondern eine Aufgabe für die gesamte Europäische Union. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. Und ich fände, es wäre ein Armutszeugnis, wenn die Europäische Union, die ihre Außengrenzen natürlich sichern muss, aber ihre Außengrenzen sichern würde durch Stacheldraht, durch Minenfelder, das wäre noch schlimmer, aber das ist nicht in der Diskussion, Gott sei Dank, das war das Europa der Vergangenheit zwischen Ost und West, als Europa geteilt war, aber durch Hundestaffeln, durch Tränengas und durch Wasserwerfer. Wenn das die Symbole wären, Flüchtlinge von unserem europäischen Kontinent fernzuhalten, es wäre ein Armutszeugnis für die Wertegemeinschaft der Europäischen Union. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, wir müssen offen bleiben für diejenigen, die politisch verfolgt sind, die ein Recht haben auf Asyl, die vor einer Kriegssituation flüchten, und da gibt es ja auch dann das internationale Völkerrecht. Das sind diejenigen, die schutzbedürftig sind, die wir aber auch trennen müssen von denjenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen wollen. Und da müssen wir sagen, wir können auf europäischem Boden nicht die Probleme der dritten Welt lösen, sondern wir müssen unseren Beitrag leisten, dass die Länder, aus denen die Flüchtlinge, die Wirtschaftsflüchtlinge kommen, selber eine Zukunftschance haben und müssen ihnen dabei helfen. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Es ist ein langer Prozess und Sie werden es in Ihrem Leben hoffentlich erleben, dass diese Flüchtlingsfrage vernünftig auch gelöst werden kann, in dem Sinne, dass eines Tages nicht mehr die Flüchtlinge ihre Heimat verlassen wollen, um in Europa ein besseres Leben zu haben. Aber die Gesetzeslage, wie wir ein europäisches Asyl-, Flüchtlings- und Migrationsrecht schaffen,
Das ist eine Aufgabe der kommenden Monate und ich hoffe nicht Jahre, sondern dass es schneller geht. Und dann geht es auch um die Frage von Partnerschaften mit den Ländern, über die die Flüchtlinge zu uns kommen. Und Herr Präsident Spuhn muss uns jetzt verlassen. Ich wünsche Ihnen bei allem, was Sie tun, weiter viel Erfolg und Ihrer Universität weiter diese Vorbildskraft in Europa. Vielleicht schaffen Sie es ja noch, dass Sie im Ranking eines Tages an der Nummer 1 stehen. Das wünsche ich Ihnen. Herzlichen Glückwunsch und gute Wünsche dafür. So, und jetzt geht es um die Frage, und das ist eine sehr schwierige Frage, von Partnerschaften mit den Ländern, über die die Flüchtlinge kommen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, die Europäische Union und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich ja sehr engagiert hat in dieser Frage, wir hätten nicht das Abkommen schließen dürfen mit der Türkei. Ich sage Ihnen, man muss kein Fan sein von Tayyip Recep Erdogan. Und ich bin ihm einige Male begegnet. Wir haben lange Gespräche geführt. Wir finden die Partner vor, die dort sind, die da sind. Und deswegen müssen wir auch mit den vorhandenen Persönlichkeiten Abkommen schließen, wenn wir zu Lösungen kommen wollen. Und bei aller Kritik gegenüber der Türkei, es wäre viel, viel Kritisches zu sagen, muss man aber auch feststellen, dass die Flüchtlinge aus Syrien in der Türkei, die dort sind, einigermaßen vernünftig behandelt werden, bei allen Defiziten, die es natürlich auch gibt. Und die viele können auch der Männer besonders auf dem Arbeitsmarkt sich engagieren. Und die Kinder kriegen auch, nicht alle, aber viele, eine schulische Ausbildung. Das heißt, wir brauchen den Kontakt auch mit den Ländern Nordafrikas. Und wir müssen vor allen Dingen unseren Beitrag leisten, dass die Länder südlich der Sahara sich entwickeln können. Und das ist die Aufgabe, vor der wir jetzt stehen. Und was mich sehr betrübt, ist, dass eigentlich die Menschen, die nie Fremden begegnet sind, am meisten die Fremden ablehnen. Und es wäre gut, wenn wir es erreichen, dass in Deutschland und in der Europäischen Union, und da gibt es eben noch viel Nachholbedarf, die Länder Mitteleuropas, die Polen, die Tschechen, die Slowaken, kennen kaum Fremde aus anderen Kulturkreisen, dass wir natürlich diesen Ländern und den Menschen etwas Zeit lassen, Fremde kennenzulernen. Aber am Ende muss es auch eine gemeinsame Politik geben, wenn es darum geht, Asylanten zu schützen, Flüchtlinge zu schützen. Es darf sich nicht nur auf einige wenige Länder der Europäischen Union konzentrieren, sondern hier muss es auch eine Solidarität aller Länder der Europäischen Union geben. Und daran muss man arbeiten. Sie haben nicht erlebt, wie die Grenzen zwischen den Ländern der Europäischen Union abgeschafft wurden, oder sagen wir besser, die Grenzkontrollen. Welch hohes Gut es ist, dass wir heute von Deutschland in die Niederlande, als ich Schüler war, haben wir mal eine Klassenfahrt gemacht an die niederländische Grenze aus meiner Heimatregion im Landkreis Osnabrück, und da war noch Stacheldraht. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Heute fahren Sie über die Grenze und merken gar nicht, dass sie von der Bundesrepublik Deutschland in die Niederlande reisen. Und wenn wir diese Freiheit, diese Reisefreiheit, die ein hohes Gut ist, aufrechterhalten wollen, dann müssen wir unseren Beitrag leisten, auch zum Schutz der Außengrenzen. Und glauben Sie nicht den Populisten und den Nationalisten, die meinen, wieder Grenzen machen zu müssen zwischen den Ländern der Europäischen Union, um den Terrorismus zu bekämpfen. Ja, wenn wir die Grenzen wieder dicht machen würden, meine Damen und Herren, wo soll es anfangen, wo soll es aufhören? Soll wieder um Niedersachsen eine Grenze gemacht werden, dass man sich abschottet zu Schleswig-Holstein oder zu Nordrhein-Westfalen? Sondern was wir brauchen in der Terrorbekämpfung, ist, dass die Polizeibehörden besser zusammenarbeiten, dass wir Europol stark machen, dass es eine bessere Kommunikation gibt zwischen den zuständigen Behörden, die den Terrorismus bekämpfen sollen, aber dass wir nicht zurückfallen in einen Nationalismus, der am Ende dazu führt, dass man auch das europäische Recht infrage stellt. Und dann holen wir vielleicht die Vergangenheit Europas mit ihren Kriegen, mit der Gewalt in die Gegenwart und in die Zukunft. Und das darf nicht passieren. Und es ist mit Ihrer Aufgabe, dass Europa nicht eine solche Entwicklung nimmt. Und ich bitte Sie, sich dafür zu engagieren. Meine Damen und Herren, der französische Präsident Emmanuel Macron
Und es ist ein großes Glück, dass er gewählt wurde am Ende als Präsident Frankreichs, hat nun weitreichende Vorschläge gemacht für die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Und ich begrüße das nachdrücklich. Und wir sollten auch als Deutsche, und ich habe verstanden, hier sind auch viele Nicht-Deutsche, dass wir unseren Beitrag leisten, dass Emmanuel Macron Erfolg hat. Und er hat Vorschläge unterbreitet für eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und Sie werden möglicherweise wissen, vielleicht auch nicht, es gab bereits 1954, und ich selber habe das bewusst damals nicht miterlebt, ich war 8 Jahre alt damals, und es geht so schnell, Sie sind 36 und nochmal sind Sie 72, also wir gehen alle den gleichen Weg. Ich habe es aber dann hinterher gelesen, erfahren, 1954 am 30. August ist in der französischen Nationalversammlung die Europäische Verteidigungsgemeinschaft mit einer gemeinsamen europäischen Armee gescheitert. Und zwar am Widerspruch der Nationalisten auf der Rechten und der Kommunisten auf der Linken. Und die Franzosen sagen, les extrêmes se touchent, die entgegengesetzten Seiten berühren sich in der Negation, in der Verneinung. Und wir haben dadurch Jahrzehnte verloren. Und wir sind, ich war 10 Jahre von 1984 bis 1994 Vorsitzender des Unterausschusses Sicherheit und Abrüstung im Europäischen Parlament. Man hat uns damals belächelt, als wir mit diesen Fragen anfingen, uns zu befassen. Und heute haben wir die Chance, dass die Europäer stärker zusammenarbeiten im Bereich der Verteidigung. Es ist doch ein Wahnsinn, dass die Länder der Europäischen Union eine unterschiedliche Entwicklung von Verteidigungsgütern haben. Nehmen wir Panzer oder welche Verteidigungsgüter auch immer oder militärische Anlagen. Das kostet viel Geld, dass die Länder das jeder für sich machen. Wenn wir es gemeinsam machen würden, würde man einmal sehr viel Geld sparen und man würde auch gemeinsame Regeln haben für den Einsatz von Waffen, wenn denn der Verteidigungsfall, was wir hoffen, dass er nicht eintritt, eintreten sollte. Und ich bin sehr dafür, dass wir auch gerade in einer Zeit, in der die Amerikaner sich zurückzuziehen scheinen, aber man weiß ja nie, was aus Washington kommt, ist ja jeden Tag eine andere Twitter-Meldung, aber davon verstehen Sie mehr. Sie sind besser informiert als ich, weil ich mich dieser modernen Medien nicht jeden Tag so bediene. Dass wir Europäer uns in die Lage versetzen, auch selber unsere Verantwortung zu übernehmen. Und das bedeutet beispielsweise, dass wir ein europäisches Hauptquartier schaffen. Und wenn es darum geht, dass man in der NATO beschlossen hat, dass 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgegeben werden sollen, dann bin ich dafür, wenn man sich dieser Zahl annähern will, dass man besonders die europäische Säule der Verteidigung stärkt und wir selber dort handlungsfähig werden. Aber das Militär kann immer nur das letzte Mittel sein. Was wir brauchen, ist eine präventive Sicherheitspolitik. Ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen. Als in den 90er Jahren in Mazedonien die orthodoxe Bevölkerung und die albanische Bevölkerung aufeinander zu treffen drohten und sich das zu einer kriegsähnlichen Entwicklung zu entwickeln drohte, hat der damalige Beauftragte für die Außenpolitik der Europäischen Union, Javier Solana, mit den Leuten dort in Mazedonien verhandelt. Er hat über eine Verfassung verhandelt. Und das hat dazu geführt, dass man, als man diese Verfassung hatte, auch mit den Minderheitenrechten der Albaner, dass es eben nicht eine solche kriegerische Auseinandersetzung dort gab. Und das ist unsere Hauptaufgabe, dass wir Kriege und Konflikte verhindern. Und da, glaube ich, können wir als Europäer einen wichtigen Beitrag leisten. Dann eine kurze Bemerkung zur Stärkung der europäischen Währung. Die europäische Währung ist ein großes Glück. Wenn wir den Euro nicht hätten, würde es ständige Währungsschwankungen geben im Verhältnis der an der europäischen Währung beteiligten Länder und es würde den freien Austausch von Waren, Dienstleistungen und Kapital behindern. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir den Euro stärken. Und ich bin sehr dafür, dass wir einen europäischen Währungsfonds schaffen, der die Möglichkeit hat, einerseits die Länder, die nicht den Prinzipien von Maastricht entsprechen, also nicht die Stabilitätspolitik richtig anwenden, dass wir denen sagen, wir müssen die Stabilitätskriterien einhalten, nicht zu viel Schuld machen, dass dieser Europäische Währungsfonds aber auch das Geld hat, um diesen Ländern, falls notwendig, wirtschaftlich zu helfen.
Und das sollten wir Europäer selber mehr machen und nicht nur auf den Internationalen Währungsfonds vertrauen. Und ich persönlich wäre auch dafür, will das aber an dieser Stelle nicht vertiefen, auch für einen europäischen Finanzminister, der dafür sorgt, oder Ministerin natürlich, der die dafür sorgt, dass diese Kriterien auch eingehalten werden. Und all das steht auch auf der Agenda von Präsident Emmanuel Macron. Dann, meine Damen und Herren, ein Blick noch, liebe Studentinnen und Studenten, auf unsere Nachbarschaft. Von der Türkei war schon die Rede. Ich bin seit langer Zeit und nicht erst wegen der gegenwärtigen Entwicklung in der Türkei der Meinung, dass die Europäische Union überfordert ist, politisch, kulturell, finanziell und geografisch die Türkei in die Europäische Union aufzunehmen. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Es war im März 2009, als der damalige Ministerpräsident der Türkei, Tayyip Recep Erdogan, als Ministerpräsident mich als Präsident des Europäischen Parlaments besuchte. Er hatte seinen Außenminister dabei, er hatte seinen Europaminister dabei und den Minister für die Region. Und mein Büro war damals in der 11. Etage in Brüssel im Europäischen Parlament. Das spielt jetzt gleich eine Rolle für das Beispiel. Und dann fragte er mich, wie sehen Sie das, wie sieht das Europäische Parlament den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union? Dann habe ich ihm gesagt, Herr Ministerpräsident, wahrscheinlich gibt es eine Mehrheit im Europäischen Parlament für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, wenn die Türkei alle Kriterien erfüllt. Aber meine persönliche Meinung ist eine andere. Ich habe ihm dann gesagt, was ich Ihnen eben gesagt habe, dass wir nach meiner Auffassung politisch, kulturell, finanziell, geografisch überfordert sind, die Türkei aufzunehmen. So, das hat er natürlich nicht gerne gehört. Dann habe ich gedacht, jetzt hast du ihm in angemessener Weise natürlich, auch diplomatisch, aber im Kern doch resolut, etwas gesagt, was er nicht hören wollte. Und dann habe ich gedacht, du musst jetzt irgendetwas tun, um diesen Mann zu versöhnen. Und jetzt ist das Protokoll des Europäischen Parlaments so, dass nur Staatsoberhäupter am Eingang des Parlaments vom Präsidenten des Parlaments abgeholt werden bzw. dort hingebracht werden. Und er war nicht Staatspräsident. Und wenn ich Sie anschaue, Sie haben immer die richtigen Gedanken zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist bei mir nicht immer der Fall. Aber in diesem Moment hatte ich mal den richtigen Einfall und ich sagte zu mir selber, fahr mit dem Mann die 11 Etagen runter und erkläre ihm am Ausgang das Protokoll des Europäischen Parlaments. Und ich habe es ihm dann erklärt, dass nur Staatsoberhäupter normalerweise begleitet werden. Aber aus Respekt vor seinem Land und vor seiner Persönlichkeit würden wir das nun anders behandeln. Und dann ging ein Lächeln durch sein Gesicht, als es ihm übersetzt wurde. Und dann sagte er, besuchen Sie mich mal in Ankara. Und im Jahr 2011, glaube ich, war es, als ich ja schon lange nicht mehr Präsident des Parlaments war, hat er mich über eine Stunde empfangen. Warum erzähle ich Ihnen diese kleine Geschichte? Ich erzähle sie Ihnen, damit wir immer in unseren Gesprächen das zum Ausdruck bringen, was wir für die Wahrheit halten. Es muss nicht die Wahrheit sein, aber das, was wir für die Wahrheit halten. Und dass wir immer mit dem Partner, mit einer Partnerin respektvoll umgehen. Und das ist die Voraussetzung für Vertrauen. Und Vertrauen in der Politik ist mit das Wichtigste. Wenn das Vertrauen zerstört ist, können Sie auch keine Probleme lösen. Und deswegen ist meine Empfehlung, wenn Sie gestatten, auch an Sie, wenn Sie politisch engagiert sind oder auch in Ihrem ganz normalen Leben, dass man immer bemüht ist, das Vertrauen zueinander zu stärken und dass man es nicht enttäuscht. Meine Damen und Herren, Sie sind in der glücklichen Situation, dass es Erasmus gibt, das Erasmus-Programm. Und wenn die europäische Einigungspolitik nicht mehr erreicht hätte, als das Erasmus-Programm zu schaffen, es wäre nicht genug, aber es hätte sich schon gelohnt. Und wir haben das Erasmus-Programm, jetzt Erasmus Plus, bereits seit 1987. Und wir haben eben noch mal nachgeschaut, mein Mitarbeiter hier, Ronny Heine, hat es noch mal bei Google, ich weiß nicht, wo Sie die Zahlen dann her haben, über 4 Millionen Studentinnen und Studenten, Professoren, junge Arbeitnehmer haben seit 1987 am Erasmus-Programm partizipiert. Und das ist nicht sehr einfach gewesen. Ich war sehr beteiligt an der
Diskussion über den Finanzrahmen 2007, 2013. Und jetzt haben wir ja schon 2014 bis 2020 und es beginnen bald die Verhandlungen 20 bis 2027. Und für den Finanzrahmen 2007, 2013 haben die Staats- und Regierungschefs beschlossen und alle meinten, das sei nun die endgültige Entscheidung, die Mittel für Erasmus- und Jugendprogramme um 3 Milliarden Euro zu kürzen. Und ich habe damals dem Präsidenten des Europäischen Rates, Wolfgang Schüssel, der dann Bundeskanzler Österreichs war, gesagt, wenn es dabei bleibt, und ich habe ihn eben gesagt, es ist ein persönlicher Freund, aber das spielt dann keine Rolle, wenn es um politische Überzeugung geht. Wenn es dabei bleibt, dass die Mittel gekürzt werden und der Ministerrat sich nicht bewegt, dann wird unsere Fraktion Nein sagen zu dieser Finanzperspektive. Und diese Debatte fand statt in der Hofburg, da wo die Habsburger regiert haben mit ihren Kaiserinnen und Kaisern, also mit Maria Theresia und mit all denen, die dort regiert haben. Und dann haben, und die anderen Fraktionsvorsitzenden haben dann das Gleiche gesagt, die Sozialisten, die Liberalen, die Grünen, wir waren uns alle einig. Und dann haben die Staats- und Regierungschefs die Mittel wieder angehoben. Und so muss man die Interessen auch der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Und ihre Interessen, sie profitieren heute davon. Und wenn jetzt für die Finanzvorausschau 2014, 2020 14,7 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden, dann ist das etwas, was für Sie gut ist, es ist für Europa gut, weil es nämlich dazu führt, dass Menschen sich in Europa begegnen und auch Freundschaften, Partnerschaften geschlossen werden. Und überall, wo man miteinander spricht, da schießt man nicht aufeinander. Und deswegen ist dieses Geld gut eingesetzt. Und wir sollten mit aller Kraft dafür sorgen, dass das auch in Zukunft so bleibt, meine Damen und Herren. So, da ich in meiner Zeit bleiben möchte, meine Abschlussbemerkung. Es beginnt jetzt wieder, gerade auch wegen der populistischen und nationalistischen Bewegung, die Debatte über die Heimat. Ich habe in meinem politischen Leben immer gesagt und sage es auch heute hier in Lüneburg, Heimat, Vaterland und Europa sind kein Gegensatz. Wir sind irgendwo zu Hause, wo wir unsere Familien haben, wo wir unsere Freunde haben. Da, wo da auch wirklich man mit dem Herzen ist, das ist die Heimat. Dann kommen wir jeder aus einem Land, wir die Deutschen aus Deutschland. Und die deutsche Staatsbürgerschaft vermittelt uns die Bürgerschaft, die Unionsbürgerschaft der Europäischen Union. Und dadurch sind wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Also Heimat, Vaterland, Europa. Aber wer nur die Heimat sieht, wird sie nicht schützen. Wer die eigene Nation über alle Nationen stellt, wird zum Nationalisten und Nationalismus führt am Ende zum Krieg, weil man die anderen geringschätzt. Und wer nur als Europäerin und Europäer empfindet, die oder der hat keine Wurzeln. Und deswegen gehört das zusammen, Heimat, Vaterland, Europa. Und wenn Sie dieses Verständnis haben, wir dieses Verständnis haben, dass das zusammengehört und dass wir diese verschiedenen Identitäten verteidigen wollen und dieses alles auf der Grundlage der Freiheit, des Rechtes und des Friedens. Wenn wir das tun, gehen wir, glaube ich, einen guten Weg in die Zukunft, gehen wir einen guten Weg durch das 21. Jahrhundert. Es ist Ihr Jahrhundert, dieses Jahrhundert, und ich wünsche Ihnen, dass wir so durch dieses Jahrhundert gehen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ein Moment noch, meine Damen und Herren, es ist noch nicht zu Ende. Bleiben Sie sitzen, entspannen Sie sich. Im Flugzeug würde man sagen, machen Sie es sich bequem. Und zwar für Fragen. Ich hatte Sie schon aufgefordert, sich Fragen zu überlegen. Und ich glaube, dieses flammende europäische Plädoyer, für das ich mich auch nochmal herzlich bedanken möchte, lieber Herr Pöttering, gibt Anlass zu Diskussionen und Fragen. Und deshalb jetzt, wer hat welche davon? Mikrofon kommt. Hallo.
Hallo, ich hätte die Frage, wenn man jetzt so stark dieses europäische Bewusstsein stärkt, dass wir uns alle als Europäer und Europäerinnen fühlen, ob Sie da auch Bedenken haben, dass wir uns dann so sehr von dem Rest der Welt abgrenzen? Dass wir uns zu sehr vom Rest der Welt abgrenzen, also dass wir dann sozusagen nationalistisch innerhalb von Europa sind und uns dann wiederum besser fühlen als der Rest der Welt. Am besten direkt, dann ist okay, mehr Interaktion. Ja. Vielen Dank. Ich habe vergessen zu sagen, was ich normalerweise sage, und wir haben eine Verantwortung für die Welt. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie mir Gelegenheit geben, das noch hinzuzufügen, was ich normalerweise hinzufüge. Und daran sehen Sie, nobody is perfect. So wie die Dinge heute sind in der Welt, können wir unsere Werte und Interessen, und ich sage immer, die Interessen folgen den Werten. Erst kommen die Werte. Und wenn Sie nur von Deals sprechen, ja, wo bleiben die Werte? Also das Erste sind die Werte, und die verbinden uns in der Europäischen Union. Und auf der Grundlage dieser Werte müssen wir in der Welt handeln. Und wenn da der Kern ist, die Würde des Menschen, das habe ich eingangs gesagt, und wir in der Europäischen Union geeint sind, dann gibt uns auch das die Kraft, für diese Werte in der Welt einzutreten und in Partnerschaft mit der Welt zu leben. Und Partnerschaft ist, glaube ich, das, was wir heute brauchen, und nicht die Konfrontation, die wir jetzt jeden Tag ja verstärkt sehen in der Welt. Ist ja ein Irrsinn, dass die NATO-Partner USA und die Türkei oder auch in den letzten Wochen Deutschland und die Türkei wir in einem solchen Clash sind, sondern wir sollten alles tun, dass wir nicht immer mehr in einen Gegensatz hineinkommen, sondern die Partnerschaft muss das Konzept der Zukunft sein. Und dafür brauchen wir die Geschlossenheit der Europäer auf der Grundlage unserer Werte. Wer redet? Ach, hier vorne, weil da hinten steht nämlich, hinten steht jemand, da war ich etwas irritiert. Okay, ja, bitte. Ja, und machen Sie es schön laut ohne Mikro. Ja, dass wir, vielen Dank für die Frage, dass wir die Außengrenzen schützen. Die Außengrenzen sind zum Beispiel in Sizilien oder an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei. Und es war in der europäischen Einigungspolitik immer so, dass es Antworten gab, die man gemeinsam geben muss, wenn Herausforderungen da sind. Und jetzt ist die große Herausforderung, dass so viele Millionen Menschen zu uns nach Europa wollen. Und da müssen wir sagen, wer ist wirklich bedroht in seinem eigenen Land und wer ist nur in Anführungsstrichen, so bedauerlich das ist, Wirtschaftsflüchtling. Und deswegen brauchen wir eine vernünftig und menschlich organisierte Sicherung der Außengrenzen, damit wir dafür einigermaßen Ordnung sorgen können. Aber ich sage nochmal, man muss unterscheiden zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und wirklichen Asylanten und Bedürftigen, denen wir unsere Grenzen offen halten müssen. Und ein großes Anliegen und eine große Herausforderung ist ja, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch integriert werden und dass sich nicht Parallelgesellschaften entwickeln. Und die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft ist natürlich auch begrenzt. Und da müssen wir eine vernünftige Balance finden. Und das ist die Aufgabe der Politik und die ist sehr, sehr schwierig zu bewältigen. Es gibt keine 100-prozentigen Lösungen, sondern am Ende immer auch Abwägungen. Was ist besser, was ist schlechter? Und ich sage, bei allem, was wir am Ende entscheiden, muss immer auch der Maßstab sein, die Würde jedes einzelnen Menschen. Und es gibt nicht nur die Würde der Deutschen oder der Christen oder der Moslems oder der Buddhisten oder der Russen oder der Franzosen. Es gibt die Würde des Menschen. Und das muss unser Maßstab sein. Darf ich meine Frage auf Rücksicht auf meine englischsprachigen Kommilitonen auf Englisch stellen?
Yes, if I understand it, so I will try my best. What do you think is the best option to achieve what you said? You said the best opportunity is always to talk, but what could we also do to improve the situation that we don't fight each other in Europe so that we cooperate with each other? Yeah, I think it's very important that you meet other people in other states of the European Union and beyond, of course. And when you have a knowledge of other countries, of the psychology of another country, when you have a knowledge about other cultures, about Muslims, about Buddhists, Hindus, and so on, then you get respect. And this is my advice to you. Don't stay always at the same place. If you like your Heimat, it's fine, and I'm agreeing very much to it. But one should leave your Heimat to study at another place, and I think it's always very encouraging to study somewhere else. And I had one term in my, it was last century, and what do you say, im letzten Jahrtausend, the last millennium, from 69 to 1970, I studied one term in Geneva, and you know it's not the European Union, it's Switzerland, and this was one of the best time of my life. So be open, be aware who you are, where you are at home, but be open for others, especially for human beings. And if we have this attitude, I think this is the best basis for peace between people and human beings.